Was ist denn mit dir, Kakarot? Du wolltest den Kampf doch schnell hinter dich bringen. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Lass dich nicht davon kommen! Ja! Die Zeiten sind vorbei! Was für eine außergewöhnliche Kraft! Son Gohan ist nicht der Einzige, der zu wenig trainiert hat. Wiedersehen macht Freude. Ja! Ich bin etwas enttäuscht. Ich dachte wirklich, unser Kampf würde länger dauern. Dachte ich auch, aber vielleicht geht er noch weiter. Ah, du bist ein erbärmlicher Versager. Nicht sehr angenehm, hä? Huh? Aber es ist nichts im Vergleich zu der Demütigung, die ich erfahren habe. Sieh mich an! Es ist für dich erst vorbei, wenn du um Gnade winselst. Du bist zu weit gegangen. Du hast mir die Würde genommen, Kakarot. Und deshalb werde ich dich nun bestrafen. Was?
Wo bist du? Ich bin hinter dir! Son Goku und Vegeta kämpfen bis aufs Blut. Sie schenken sich nichts. Wer wird als Sieger aus diesem gnadenlosen Kampf hervorgehen? Und werden es Son Gohan und der Kaioshin schaffen, den furchtbaren Dämon daran zu hindern, aus seinem Gefängnis auszubrechen? Du bist in einer besseren Form, als ich gedacht habe. Danke. Hast wohl im Jenseits doch nicht nur Liedchen geträllert. Auch ich bin sehr beeindruckt. Seit unserem letzten Kampf hast du echt große Fortschritte gemacht. Zu beten, Kakarot! Falls du mich suchst, ich bin hier. Was ist los? Brauchst du ein Päuschen? Noch längst nicht fertig miteinander. Ich habe mein letztes Wort auch noch nicht gesprochen. Geschenk für dich!
sieht's aus? Hast du immer noch nicht genug? Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe noch einige Überraschungen für dich parat. Ist ja wirklich unglaublich. Ich dachte, mein Training im Jenseits wäre einzigartig gewesen, aber du bist genauso gut wie ich. Du musst also noch viel härter trainiert haben. Nicht schlecht für jemanden, der sich zur Ruhe gesetzt hat und häuslich geworden ist. Von wegen. Ich habe härter trainiert als du, aber unter welchen Umständen? Manchmal hat es Monate gedauert, bis ich eine Technik perfekt beherrscht habe. Aber du bist ein Genie, du übertriffst mich immer. Ja, verstehe. Das Ganze ist zwar nicht sehr elegant, aber ich meine, nur deswegen begibst du dich in fremde Kontrolle? Das ist doch Wahnsinn! Ich war zu lange nett. Ich wollte nicht mehr so ein langweiliges Leben führen und endlich wieder so sein wie früher! Grausam und kaltblütig! Ein Saiyajin, der auf Leben und Tod kämpft, um des Kampfes willen! Und ich wollte mich rächen für die Demütigung, die ich durch dich im Kampf gegen Freezer ertragen musste! Ah, ihr habt aus mir ein Weichei gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe! Fast wäre ich zum Pantoffelhelden geworden! Ich liebte die Erde! Ich hatte sogar Familie! Unfassbar! Ich hatte meinen Spaß daran, kannst du dir das vorstellen? Ich hätte das Leben auf der Erde irgendwann als angenehm empfunden. So weit war es schon gekommen. Verstehst du, was ich meine? Nur Babidi konnte mich zum Schurken machen. Seinetwegen fühle ich mich gut. Endlich bin ich wieder der ich bin, der ich früher war. Armer Irrer, dir ist nicht mehr zu helfen. Wirklich enorme Fähigkeiten entwickelt. Das war erst zum Warmmachen. Mist! Warte, Vegeta, warte! Diese Energie! Ich spüre eine gewaltige Energie! Also ist der Dämon Buu wieder erschienen! Vegeta! Warte noch! Ich spüre eine gewaltige Energie! Also ist der Dämon Buu wieder erschienen! Verdammt, jetzt ist alles aus! Jetzt übertreib mal nicht. Du hast dir bestimmt dieselbe Frage gestellt wie ich. Ist dieser Dämon wirklich so gefährlich, wie alle sagen?
Nein, ist er nicht. So gewaltig ist die Energie nicht, die er ausstrahlt. Nicht übel, was? Wir beide sind einfach zu stark. Viel stärker als er. Dieser Dämon kann uns doch nicht das Wasser reichen. Denk mal an den Kaioshin. Der ist mega stark, aber gegen uns ein mickriges Kerlchen, oder? Hast du ihn mal beobachtet? Er war in Babidis Raumschiff von unserer Kraft überrascht und ziemlich beeindruckt. Dabei haben wir uns gar nicht besonders angestrengt. Mit anderen Worten, für ihn mag der Dämon Bu ja vielleicht furchterregend sein, aber nicht für uns. Für uns ist das eine absolut unbedeutende Kreatur. Nein, völliger Unsinn. Seine Kraft ist außergewöhnlich, das ist nicht mehr normal. Halt's Maul, du hast doch nur Angst. Aber ich werde nicht zulassen, dass du dich drückst. Wir kämpfen weiter. Spinn hier nicht rum, du spürst doch sicher auch, dass Bu äußerst gefährlich ist. Du musst dein Urteil über Bu überdenken. Wir haben jetzt lange genug miteinander gekämpft. Kümmern wir uns um den Dämon. Warum denn? Weil wir ihn befreit haben? Ist mir doch egal. Was ist, wenn er unsere Familien angreift? Sie werden alle sterben. Sind dir denn Bulma und Trunks auch egal? Ah, ach, Schnauze! Halt deine Fresse! Ich kenne kein Mitleid. Ich will nur meine Rache. Ich habe meine Seele an Babidi verkauft. Meine Familie ist mir egal. Das geht mich alles nichts mehr an. Verstanden? Ich glaube dir nicht. Wie? Du lügst! Du hast dich nicht ganz verkauft. Das war doch nur ein Vorwand, um mich zu provozieren. Ja, schon gut, aber unser Kampf wird später fortgesetzt. Du denkst ja ohnehin mehr an diesen Dämon als an deine Verteidigung und so macht das ja keinen Spaß. Aber versuch nicht, dich zu drücken. Oh Mann, Vegeta! Gib mir eine magische Bohne. Wir sollten Energie tanken. Bin zwar noch kein bisschen alle, aber viel hilft viel. Altes Saiyajin-Sprichwort. Wir sollten ihn zu zweit angreifen. Zusammen haben wir eine Chance. Du Trottel, du enttäuschst mich. Selbst deine Vorsicht hat nachgelassen. Dass dieser Dämon wieder frei ist, ist allein meine Schuld. Also beseitige ich ihn auch. Wir machen weiter, wenn ich zurück bin. Das heißt natürlich nur, wenn ich dann noch leben sollte.